Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu Urbags. Einem kleinen Indie-Horror-Game gibt's bei itch.io für, ja, 0 Euro kann man sagen. Und ja, ich schalte auch unten mal links meine Facecam ein. Und ja, wir erkunden hier einen Tunnel, mehr oder weniger. Keine Ahnung warum, was wir hier unten erhoffen zu finden. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber es sah in der Beschreibung ganz cool aus. Hä? Was habe ich jetzt eingesammelt? Keine Ahnung. Ich denke mal, sehr lange wird es nicht gehen. Vielleicht 10, 15 Minuten maximal. Und trotzdem schon mal ganz gespannt, was mich denn hier erwartet. Was ist das? Schlüssel? Okay. Jetzt, wie es aussieht, nicht weiter. Na gut, dann müssen wir wieder zurück. Aha. Okay. Keine Ahnung, was ich jetzt hier hoffe, hier zu finden. Oh. Okay, das Tor ist aufgegangen. Also ich schätze ja mal ganz stark, dass wir hier nicht alleine sind. Sonst wäre es ja kein Horrorspiel. Und? Hat sie den Jumpscare verpasst oder was? Leck mich am Arsch. Muss noch was finden, oder? Wie es aussieht, muss ich noch eine Sicherung finden. Toll. Toll. Wo soll die sein? Da ist auch noch mal ein Tor. Und da muss ich die Sicherung mitnehmen, wo ich da vorne reingemacht habe. Kann ja eigentlich auch nicht sein. Dann geht nämlich das Tor wieder zu. Also die Sicherung muss wahrscheinlich irgendwo da in dem Raum hier sein. Würde ich mal denken. Weiß es halt nicht. Das
ist auch keine. Hier kann ich auch nichts öffnen. Toll. Kann ich aber nichts machen. Ach ja, erstmal eine Runde suchen. Oder muss ich die Sicherung doch da rausziehen? Weil das Tor ja jetzt einmal oben ist. Wir können es mal probieren. Ich meine, großartig Möglichkeit habe ich eh nicht. Hm. Ah, hier ist noch eine. Okay. Kann ich jetzt nicht da? Nee. Okay. Na gut. Oh! Mehr als ich dachte. Was war das für ein billiger Jumpscare? Und jetzt sind wieder überall Puppen hier, ey. Alter. What the fuck? What the fuck geht hier ab? Okay. Ich habe keinen Plan, was hier abgeht. Alles klar. Soll ich hier lang? Weiß es nicht. What the fuck? Warum? Oder was ist jetzt passiert? Ende. Hä? Okay. Alles klar. Dann... ja, das war's mit... Urbex. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst ein Däumchen da, wenn das so ist. Und ja, war jetzt nicht das mega krasse Horror-Game. Aber war mal ganz nett zu testen. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.